Ist unser Ansatz jetzt überhaupt richtig? Oder wo haben Rechtspopulisten vielleicht auch mal recht? Dass auch Frauen mit Kopftuch zum Straßenbild gehören, das ist total neu. Jetzt, wenn ich die Chance habe, dann werde ich mein Bestes versuchen, das zu ändern. Kaum ein Thema hat uns alle in den vergangenen 2 Jahren mehr beschäftigt als die Ankunft von rund 1,1 Millionen Asylsuchenden in unserem Land. Und das im Zeitraum von Januar bis Dezember 2015. Wer wollen wir sein? Oder benötigen wir eine deutsche Leitkultur? Waren die Fragen, die uns offen gestellt wurden. Auf der anderen Seite wurden Debatten um die Grundlagen, Bedingungen und Anforderungen von politischer und gesellschaftlicher Integration und Inklusion geführt. Wie wollen wir Menschen, die hier ankommen, bei uns eingliedern? Von diesen Debatten sind Menschen unterschiedlich stark betroffen. Ich möchte in dieser Folge einige von ihnen treffen. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg und treffe Kübra Gümüşay. Sie ist Journalistin, Muslima. Und ich möchte mit ihr darüber reden, wie die Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sich in den letzten Jahren gewandelt hat und welche Verantwortung die Medien dabei spielen. Das ist dein Kiez, ja? Ja, war mal mein Kiez. Inzwischen wohne ich in einem anderen Stadtteil, also immer noch in der Nähe, aber nicht ganz hier in der Gegend. Und wie war so die Durchmischung? Es war sehr, sehr durchmischt. Also heute findet man viele der alten Einwohner hier gar nicht mehr. Damals waren hier sehr, sehr viele türkeistämmige Familien, kurdischstämmige, also ziemlich durchmixt. Mein Name ist Kübra Gümüşay, ich bin Journalistin und Aktivistin. Ich bin gebürtige Hamburgerin und lebe hier seit meiner Geburt, aber war zwischendurch ein paar Jahre in der Welt unterwegs. Wir leben in politisch sehr aufgeheizten Zeiten, in denen diejenigen am lautesten sind, die einfachen, aber auch sehr polarisierenden Meinungen vertreten. Auch ich selber erlebe ja häufig, wie sich die Reaktionen der Menschen auf den Straßen verändert haben. Dass Menschen sich das Recht herausnehmen, andere anzugreifen. Und das zeigt mir, dass bestimmte Übergriffe oder auch bestimmte hasserfüllten Meinungen immer mehr salonfähig sind. Ich wünsche mir eine Diskurskultur, die lösungsorientiert ist und die Menschen sieht. Seitdem Angela Merkel, sagen wir mal, gesagt hat, wir schaffen das, hat sich seitdem etwas verändert? Und zwar haben wir jetzt so ein bisschen die Tendenz zu sagen, so, wir müssen jetzt ganz klar und laut unsere Meinung sagen, angesichts sozusagen des Rechtspopulismus, um darauf zu reagieren. Aber auf diese Steilvorlagen, auf diese kalkulierten Provokationen des Rechtspopulismus, wenn man langfristig und immer wieder darauf einsteigt, dann vernachlässigt man eigene Diskussionen. Und das führt dann dazu, dass man viel mehr Fehler macht, weil man selber nicht die Gelegenheit hat, kritisch Dinge zu hinterfragen, wie: Ist unser Ansatz jetzt überhaupt richtig? Oder wo haben Rechtspopulisten vielleicht auch mal recht? Alle Jahre wieder gibt es ja in Deutschland diese Leitkulturdebatte. Und ich fragte mich dann, wie es eigentlich sein kann, dass wegen den Menschen, die 2015 in Deutschland Schutz gesucht haben, plötzlich 80 Millionen Menschen so verunsichert werden, was eigentlich ihre Kultur und ihre eigenen Werte sind. Was sagt das über die Deutschen eigentlich? Und zwar hatte ich immer gehofft, dass wir vielleicht mal in der Lage wären, diese Leitkulturdebatte so zu führen, dass man sich nicht über Abgrenzung definiert. Also wir sind nicht X und Y, wir sind nicht Döner, wir sind nicht hier Menschen mit Migrationshintergrund, sondern dass man sich über das definiert, was man ist. Ich stelle ja der Community immer Fragen, also auf Social Media. Und ich wollte dich fragen, ob ich dir ein paar davon vorlesen kann. Ja, und wenn du Lust hast, beantwortest du sie. Vince Larkin äußert auf Instagram seinen Eindruck, dass viele Migrantinnen an der Kultur festhalten, die sie eigentlich verlassen haben. Sie wollten hier die Verhältnisse ihres Heimatlandes etablieren. Warum suchen sie sich dann ein Gastland aus, dessen Kultur ihnen nicht gefällt? Was antwortest du auf diese Fragen? Jetzt, wenn du jetzt ins Ausland gehst, sagst du auch nicht, das ist jetzt meine Kultur und ich erinnere mich jetzt nicht, weil du dir gar nicht dessen bewusst bist, was deine Kultur ist, weil du vorher in einem Land gelebt hast, wo deine Kultur einfach vorherrschend war. Und an denen hängt man nicht fest, weil man das ideologisiert, sondern aus praktischen Gründen. Das ist das eine. Und das zweite ist, viele wollen sich ja einbringen und tun das ja auch. Also wenn man sich anschaut, allein in Berlin, wie viele neue Restaurants entstanden sind und auch kleine Start-ups aus der Szene von
Geflüchteten, jetzt den ganz Neugeflüchteten sozusagen, dann sieht man, dass dort sehr viel Bedarf und auch Wunsch danach ist, sich einzubringen und Teil dieser Kultur zu werden. Conny Seiler möchte wissen, und das wäre eigentlich auch meine letzte Frage an dich, wann haben wir Integration in Deutschland erreicht? Also wann ist sie quasi zu Ende? Nie. Und zwar, weil wir alle uns immer integrieren müssen. Und damit meine ich alle Bevölkerungsteile, egal welcher Herkunft. Wir alle müssen immer ständig lernen, mit anderen Menschen umzugehen. Kübra, das hat mir super viel Spaß gemacht. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gerne. Ich fahre jetzt nach Anklam. Eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die seit Jahren mit Rechtsextremismus zu kämpfen hat und in der rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien, die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten und gegen eine pluralistische Gesellschaft aussprechen, bei der Landtagswahl 2016 von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Anklam gewählt wurden. Ich möchte herausfinden, was die Menschen dort bewegt, wie sie dort leben und wieso sie so viele Vorbehalte gegen Migrantinnen und Migranten in Deutschland haben. Versuche herauszufinden, wie es den Leuten in Anklam geht. Beschissen. Nee, uns geht gut. Gut. Ja, es ist angenehmer geworden. Ich bin jetzt auch jetzt 12 Jahre hier wieder. Wir sagen mal so, einmal Anklam, immer Anklam, ne? Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen auch. Gibt es hier Nazis in der Gegend? Ja, Nazi haben wir hier, ne? Ich komme mit den Leuten klar und ich vertrete auch die Meinung und ich finde eigentlich auch, dass wir hier in Anklam viel zu viele Ausländer haben. Was schätzen Sie denn, wie viele hier sind? Boah, das sind schon etliche tausend. In Anklam? In Anklam, ja. Ich kenne viele Familien, die eine Wohnung suchen und ich sage mir jetzt, da wird vorrangig jetzt mal die Ausländer. Ja. Den Leuten stört es, die arbeitslos sind, dass den Ausländern sozusagen alles reingesteckt wird, ne? Auf Deutsch gesagt. Und das finde ich scheiße. Das finde ich richtig scheiße. Wir dürfen in diesem Land nicht den Fehler machen, dass wir Menschen, die in diesem Land Unterstützung brauchen, gegeneinander ausspielen. Also ja, es gibt Leute, die hier leben, denen es auch schlecht geht. Und es gibt Leute, die nach Deutschland kommen und Asyl brauchen. Wir dürfen nicht das Gefühl entstehen lassen, dass einer Gruppe gegeben wird und einer anderen nicht. Jetzt treffe ich in Anklam eine Initiative, die sich gegen den Rechtsruck in der Stadt stellt, nämlich den Demokratiebahnhof. Mein Name ist Claudia, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite ehrenamtlich für den Demokratiebahnhof in Anklam. Der Demokratiebahnhof ist ein Jugend- und Kulturzentrum. Wir haben den offenen Jugendtreff mit verschiedenen Angeboten, Fahrradwerkstatt, Bastelbude, Küche für alle und dann eben noch den Kulturzentrumsbereich mit Kulturveranstaltungen. Wir sind hier in Anklam unter anderem, weil es starke rechtsextreme Strömungen gibt. Wir sind aber auch vor allem hier, weil es auch andere Leute gibt. Also es gibt viele coole Leute, die hier sind, die was anderes machen wollen, die sich dagegen wehren, die nicht bei den Nazi-Aufmärschen mitlaufen wollen. Und wir wollen genau die Leute stärken. Der Demokratiebahnhof ist ein Freiraum, den alle mitgestalten können, egal wo sie herkommen. Wo glaubst du, stehen wir in Deutschland 2017 in Bezug auf Migrationsgesellschaft? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich in Deutschland. Ich würde sagen, in Vorpommern stehen wir noch ganz am Anfang. Also weil es hier einfach kaum Menschen aus anderen Ländern gibt, dass auch Frauen mit Kopftuch zum Straßenbild gehören in Greifswald, in Anklam, in ganz Vorpommern. Das ist total neu. Was glaubst du, kann man gegen den Rechtsruck in Anklam tun? Ja, also wir sind ja dafür da, Alternativen zu bieten. Also auch für Kinder und Jugendliche. Die NPD hat früher auch hier Kinder- und Familienfeste in der Stadt gemacht. Wir machen auch welche. Hast du Hoffnung? Ich habe total viel Hoffnung. Ich bin Optimist. Durch und durch. Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich komme sicherlich noch mal wieder. Sehr gerne. Zum Demokratiebahnhof. Bei all den Gesprächspartnern und Straßenumfragen, die ich gemacht habe, ist mir immer klarer geworden, dass es wichtig ist, dass wir einander begegnen und Orte wie der Demokratiebahnhof diese Begegnung schaffen können. Es macht einen Unterschied, ob wir die ganze Zeit die Bilder in den Medien sehen von geflüchteten Menschen in Deutschland oder ob wir auch die Geschichten hinter den Nachrichten entdecken. Deswegen fahre ich jetzt zu Nujin
einer jungen Frau aus Syrien, die vor 2 Jahren nach Deutschland geflohen ist und im Rollstuhl sitzt. Ich heiße Nujin Mustafa, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Aleppo, Syrien und bin hier in Deutschland seit 2 Jahren. Nujin bedeutet neues Leben. Also ich habe 8 Geschwister und der eine ist Filmmacher, der andere ist Zahnarzt, aber jetzt macht er Pizzas. Die syrische Armee hat die Stadt attackiert, deswegen hat mein Vater entschieden, dass wir das zu Hause verlassen müssen. Ich wollte nicht weg, aber wir konnten auch nicht schlafen. Der Helikopter war über unseren Kopf und die bombardierte immer. Ich wusste nicht, ob ich bis morgen leben würde. Wir haben uns daran gewöhnt. Leute jeden Tag sterben und das fand ich am schlimmsten, dass es einem Menschen egal ist, dass der einfach stirbt. Das Leben kann manchmal stressig, nervig und schwierig sein, aber glaub mir, du schaffst es. Wie lange bist du jetzt schon in Deutschland? Das war im September 2015, also fast 2 Jahre. Und hast du das Gefühl, du bist jetzt hier irgendwie angekommen? Das ist das Problem. Also ich weiß nicht mehr, wo zu Hause ist. Also ich habe meine Eltern nicht dabei, die sind immer noch in die Türkei. Und ich habe auch Syrien, aber die Familie ist hier. Also ich habe meine Schule hier und mein Leben hier. Also Das ist kein schönes Gefühl, dass ich nicht mehr weiß, wo zu Hause ist. Und hast du das Gefühl, dass du hier willkommen bist? Ich habe es nicht gewählt, dass ich mit 13 oder 14 in einem Leben mit dem Krieg lebe. Es ist so passiert, das ist unser Schicksal. Wir wollen nicht, dass dass Deutschland oder Europa Angst vor uns haben. Also ich glaube ja, dass die Deutschen, wenn man das so sagen kann, viel zu viel Angst haben. Also ich kann es auch verstehen, wenn andere Leute so skeptisch sind, weil die auch uns nicht kennen. Es ist wichtig, dass wir einander verstehen und dass es uns auch für uns verstanden ist, dass wir also daran arbeiten müssen, um diesem Bild verbessern, weil was die Medien zeigt, was die Medien der Welt zeigt, glaube ich, zeigt nicht ganz gutes Bild von Flüchtlingen. Was in Paris passiert, also was in Belgien oder was in London. Dann denken Leute, dass das uns repräsentiert. Aber wir sind keine undankbaren so Parasiten sozusagen. Und was wünschst du dir? Bisschen Frieden in der Welt wäre nicht mal schlecht. Ich habe immer geglaubt, dass jeder Mensch in der Welt so eine Mission hat. Und ich habe es immer nach meiner gesucht. Ich habe es immer gefragt, warum bin ich da, wenn ich nicht zur Schule kann oder nicht ändern kann. Aber jetzt, wenn ich die Chance habe, dann werde ich meine Beste versuchen, um das zu ändern. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Danke. Und alles Glück auf dieser Welt. Ja, danke. Ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen mit unseren Meinungen, warum Menschen ein Land verlassen und nach Deutschland kommen, ohne selbst in der Situation gewesen zu sein. Was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen alles zurücklassen müssen, ihre Familien, ihr Hab und Gut, nur um ihr eigenes Leben zu retten? Würden wir das nicht auch tun? Ich habe auf meiner Reise gemerkt, dass Integration keine Selbstverständlichkeit ist, sondern Arbeit erfordert. Es ist ein Thema, das nicht nur Ausländer betrifft, sondern auch viele Deutsche, die sich nicht mehr integriert fühlen. Und es ist unsere aller Aufgabe, dagegen etwas zu tun, damit der Hass nicht gewinnt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich.